السلام عليكم. I know the question in German. Yeah, I translate it. You will translate your answer into German. I will call it. This is what they said. We have saying in Arabic. Habe es gehört, im Arabischen gibt es ein Sprichwort, wer einem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Also gibt es auch für uns, ne? This is not coming by themselves. Die kommen nicht von selbst, die kommen nicht aus Eigenantrieb nach Europa. This is what this Western country since 200 years they're trying to teach Oriental people about teaching of Shaitan. Seit 200 Jahren erzählen die europäischen Menschen, die europäischen Länder, den Orientalen, denn die Lehren von Shaitan, sie versuchen sie auf die Lehren von Shaitan zu bringen. Alhamdulillah, they are happy, they have democracy now. Sie sind glücklich, dass sie Demokratie haben jetzt. This is what the Western country worshiping, democracy. Das ist, was die westlichen Länder anbeten, Democracy. Without democracy, every people they was living in their country. They are not dying. They are not nobody killing them. Nobody hungry. Bevor es die Demokratie gab in diesen Ländern, ging es den Leuten dort gut. Sie sind nicht gestorben. Sie haben ein schönes Leben gehabt und sie haben nicht die Probleme gehabt, die sie jetzt haben. And alhamdulillah, now we have democracy in all this oriental country. Everybody free to kill each other. Jetzt haben diese Länder Demokratie und in diesen orientalischen Ländern und sie haben die Freiheit, sich gegenseitig zu töten. And they was happy, these people here also. This Muslim, the oriental people, they are killing each other. Alhamdulillah, we are happy here. So die westlichen Länder sind froh, dass sich die Orientalen gegenseitig töten. And it was like this until 200 years. It was all time problem in Oriental country only. Also seit 200 Jahren gibt es Probleme dort. But Allah, he is doing what he want. Aber Allah macht, was er will. And Allah sent them to this side. So, jetzt kommt die Welle zurück nach Westeuropa. Only Turkey, they have 2 million. Türkei alleine hat 2 Millionen Flüchtlinge. And they help them, even Turkish government not rich like European countries. Und dort wird ihnen geholfen, den Flüchtlingen, obwohl der türkische Staat nicht so reich ist wie die westeuropäischen Länder. And they are not complaining such a complaint here. Und die türkische Bevölkerung beschwert sich auch nicht darüber, dass denen geholfen wird. But they, when they give, they say, this for Allah, everybody know this reward. They are, okay, what we will do, these people, they have miserable life in their country, so we can open for them until they be in safe. After, if we finish, they can go again. Also die Leute dort, die Menschen in der Türkei zum Beispiel, die haben auch kein Problem damit. Sie sagen, sie geben es für Allah und sie helfen den Leuten, die in Not in ihren Ländern sind. Und wenn es wieder besser geht, dann gehen sie wieder zurück in ihre Länder. Because they
the secret there, they have baraka and they have the help of Allah. They want help from Allah, Allah help them. Even their poor government, poor people, also it's not important. So das Geheimnis, wie das funktioniert, ist, dass die Leute die Baraka von Allah haben. Sie sind arme Leute, aber weil sie es für Allah machen, kommt Segen herab und sie geben das gerne. Sie helfen den anderen gerne. But when they are coming to this side, the old government, old people, they are not happy. But these people, they are not coming by them for the pleasure. Only because they are running from their country, it was country, peaceful country, and it was everybody living, even night time, you can go. Okay, there is dictator, but the dictator, they are not taking anything for people, not doing anything. Yeah. So, die Leute, die westlichen Menschen in Westeuropa, die sind jetzt nicht zufrieden damit, dass die Leute kommen. Aber die kommen nicht aus eigenem Antrieb oder aus Vergnügen, sondern weil es ihnen in ihren Ländern so schlecht geht. Vorher hat es dort zwar Diktatoren, Herrscher gegeben, die sozusagen ohne Demokratie, ohne Mitbestimmung regiert haben, aber die Leute waren sicher. Die haben eine gewisse Sicherheit gehabt und einen gewissen Lebensstandard und eine gewisse Sicherheit. Sie konnten auch nachts auf die Straße gehen, ohne dass was passiert. Und jetzt hat man versucht oder hat der Westen westliche Demokratien einführen wollen und das ist nur Chaos und jetzt kann man dort nicht mehr seines Lebens sicher sein und jetzt fliehen die Leute zu uns her. So, it is reserved for what they was doing this people, because they are said, why you are saying for Westerners? Because they interfere for everything since 200 years. They interfere and they first they destroy Ottoman Empire. After now they try to do destroy other also, but now they are coming against them. Ja. So seit 200 Jahren mischen sich die westlichen Länder ein in die Angelegenheiten dort. Sie haben das Osmanische Reich zerstört. Sie haben es absichtlich gesprengt und zu einem Ende gebracht und Chaos ist entstanden und auch nachher, sie hat sich wieder ein gewisses Ruhegefühl eingestellt, aber auch das wurde vom Westen, wurde immer wieder reingestochert, wurde immer sich wieder in sich eingemischt und jetzt kommt die Welle zurück. Das ist eine Art eine göttliche Revanche für das, was die westlichen Länder seit 200 Jahren machen. So it is not your fault, the people, the fault of this the ruler, the deep and appear ruler. Derin açık takı şeyler. Derin yukarıdakından çok daha fazla karanlık idare edenler var. Derin devlette. Okay, also das ist jetzt verursacht von den Art Mächten, die in Wirklichkeit die Fäden ziehen, die hinter den Regierungen stehen. Das kommt jetzt zurück. Ja? Also die wollen seit 200 Jahren alles bestimmen und alles verändern zu ihrem Gunsten und das kommt jetzt zurück. Nicht die Menschen in Westeuropa, die Bürger in Westeuropa sind schuld, sondern die Leute, die im Hintergrund die Fäden ziehen. And the rich government here. Die Regierungen, die Staaten hier sind reich in Westeuropa. So they can give them everything. So man kann die Flüchtlinge sozusagen alles geben, was sie brauchen hier. It is not obligatory for you to help them here, because who is here, it is good, very good. But if you want to help, you can help others who in there in Syria or in other place. Also es ist nicht verpflichtend, dass wir den Leuten, die es hierher geschafft haben, helfen.
wenn werde die, die werden vom Staat ja zu, mit einem Mindestausmaß versorgt und die haben das, was sie unbedingt brauchen. Es ist besser, wenn man die Leute, die noch in den Ländern sind, in den orientalischen Ländern sind, wenn man versucht, denen zu helfen, dass sie ein Auskommen haben, dass sie, dass denen es besser geht. Die Leute, die hergekommen sind, nach Europa, nach Deutschland, nach Österreich, die sind schon gerettet. Ja? Den anderen geht es um vieles schlechter, die noch in den orientalischen Ländern sind. Allah'ın bir tür adaleti burada ama ahirette de tabii adalet var da bu dünyada da. Das ist diese Gerechtigkeit Allahs hier auf dieser Erde und aber natürlich auf anderer Welt gibt es noch andere Gerechtigkeiten. Das ist die Gerechtigkeit Allahs auf der Erde, aber es gibt halt noch sozusagen andere Gerechtigkeit. In der Jenseits, in Jenseits gibt es noch was im Afterlife, also im späteren Leben. Don't be sad, don't be anxious what we will do. It is not your fault. Also wir brauchen nicht traurig sein oder Angst haben. Ja? Es ist nicht unser Fehler. Und die göttliche Gerechtigkeit wird sozusagen im, spätestens im Jenseits gültig werden. Und diejenigen werden zur Rechenschaft gezogen werden, die das gemacht haben, verursacht haben. Wir brauchen uns nicht zu viel einmischen. Allah macht das schon. It is the end of time. It is the beginning for Mahdi al-Islam, inshallah. Wir sind am Ende der Zeit. Es ist die, der Beginn der Zeit, wo sie, der Mahdi al-Islam, kommen wird. Amen. This ayah, Allah, they make a trap, and Allah, He know the best. Nobody can make trap for Allah. Mm-hmm. This what happened, they come on their head, this problem. Jemand stellt eine Falle, will eine Falle stellen, aber niemand kann das machen mit Allah. Das heißt, das wird alles auf sie zurückfallen, was sie jetzt Schlechtes machen. This fighting, I think nearly for 5 years it's continue fighting. Nobody tried to make it stop. Die Kämpfe da in Syrien, die gehen jetzt seit 4-5 Jahren und niemand hat einen wirklich ernsthaften Versuch gemacht, das zu stoppen. They were saying we will make a conference for peace. Inshallah, they're not saying inshallah, they're not believing. After 23 months after, we will make in Geneva conference for peace. So, sie machen, sagen immer, wir machen eine Friedenskonferenz und dann 23 Monate später machen sie eine neue Friedenskonferenz. Also es gibt keine ernsthaften Bemühungen, das zu beenden. Es liegt im Interesse der Leute hinter der Machthaber, dass das Chaos weitergeht. Ja? Also sie bemühen sich nicht ernsthaft, das abzustellen. This is what from beginning, and in this 2 years, they coming very dark, very suspicious people to this area and make it worse. Also seit 2 Jahren sind da sehr dunkle, verdächtige Leute in diese Gegend gekommen. Und die machen alles noch viel, viel schlechter. If they was really sincere, they can finish it from beginning, but they don't want, they happy to fight each other, so this kind of problem for them. So wenn die großen europäischen, amerikanischen Mächte das wollten, hätten sie das schon längst abstellen können, aber sie wollen, dass dort Chaos ist, dass sie sich gegenseitig Leute umbringen und darum wird das weitergehen. Und das wird aber irgendwann auf sie zurückfallen. Das ist die Situation, wie sie jetzt ist.
wir haben gesehen, dass in letzter Zeit der osmanische Geist mehr und mehr spürbar wird. Und wir haben deshalb vor ungefähr 1,5 Jahren einen Verein gegründet in Deutschland, der heute heißt Royal Ottoman Society, also königlich-osmanische Gesellschaft. Und durch diesen Geist versuchen wir, die Osmanen wiederzubeleben mit ihrem guten Adab und all dem, was sie am Positiven verbreitet haben. Wir betrachten diesen Verein als eine Gesellschaft der Heiligen Familie. Und wir sagen, Scheich Mehmet ist das Oberhaupt dieser osmanischen Bewegung. Und was empfiehlt er für diese Bewegung und welche Ziele soll sie haben? The aim of this Ottoman society to appear what Ottoman Empire was doing. Ottoman collecting of many things. Das Ziel sollte sein, so wie das Osmanische Reich zu agieren. Also die Osmanische Reich hat sehr vieles gesammelt, dass es hat aufgefangen, hat alles Mögliche aufgefangen, zugelassen und İnsanlar hizmette Also das Ziel soll sein, dass man hilfreich ist, dass man Dienstleistungen für die Menschheit macht, dass man praktisch Service macht im Namen Gottes, im Namen Allahs für die Menschheit. For human being, big favor. Das ist der osmanische Gedanke ist ein großer Vorteil für die Menschheit. Because for everything they have the rule and they have what people must do, what must not do, even when they are coming from a village or coming to a city, there must be have some people to reference for them. And not like to leave a village and come to city and be crowd and be cannot control. Im Osmanischen Reich gab es für alles Regeln. Man wusste genau, wie man es am besten machte. Zum Beispiel, wenn man von einem kleinen Dorf in die große Stadt ziehen wollte, konnte man nicht einfach dorthin gehen, sondern musste man in der Stadt eine Referenz haben, also jemand, auf den man sich beziehen konnte. Sonst wäre das sozusagen eine
hoffnungslose Überbevölkerung zu der Großstädte gekommen. Teaching good behavior. Gutes Benehmen war das Wichtigste. Das wurde gelehrt den Leuten. Die Menschen lernten gutes Benehmen. To respect people. Die Leute zu respektieren, immer gegenseitig Respekt zu zeigen. But in democracy, this is against this. We must fight everybody. In der Demokratie ist es genau das Gegenteil. Da geht es nicht um Respekt, sondern man muss gegen den anderen kämpfen, muss sozusagen seine Rechte durchsetzen. Ja? Kampf und nicht gegenseitiger Respekt ist im Westen. We are missing this. Wir vermissen diese Eigenschaften jetzt, die osmanischen Eigenschaften. Now you cannot find from people in the world maybe one part not from one person, from hundreds, from thousands you cannot find one which teaching of this. Also von heute gibt es vielleicht noch einen von tausend, der das weitergibt, diese osmanischen Werte, wo es um Respekt ging und nicht um Durchsetzung der eigenen Interessen. Even not only for Muslim, for non-Muslim, it's more important was to not do any oppressing for these people. Es waren nicht damals nur die Muslime, die diese Rechte hatten, sondern jeder. Also auch andere Religionen wurden alle ihre Rechte zugestanden. Für die war es eben ja noch wichtiger, weil sie Minderheiten waren und diese Minderheiten mit anderen Religionen hatten alle ihre Rechte. And even this, the Western government and the state, they use it against Ottoman. Und das legt man jetzt vom Westen, von den Regierungen und den Staaten gegen die Osmanen aus. There was making a problem between Muslim and Christian, and they said Christian they killed by Muslim, but it was normally it was opposite. Man erzählt jetzt, dass damals christliche Minderheiten von den Muslimen getötet worden sind, aber eigentlich war das Gegenteil damals der Fall. To keep right of non-Muslim, it was really important for Muslim and for ulama, for Mufti and all these people. It is very important to not be make oppressed for non-Muslim. Das war damals sehr wichtig für die Muslime, für die Instanzen wie den Mufti, dass die nicht-muslimische Minderheiten alle ihre Rechte hatten, alle ihre Rechte zugestanden bekommen haben. But of course, media and everything in their hand, and this writer, they are doing this. Many times happened for us also, for Maulana, for us. They are writing bad thing, and when you say something, until you find your right, taking many years, after many years, everybody forget it. But still, they have that idea for what happened against Ottoman. Also es wurde in den Medien wurde immer schlecht darüber geschrieben und auch Maulana hat das auch selbst erlebt. Ja? Die Medien verbreiten die Unwahrheit und wenn man dann das richtigstellen will, dann dauert das Jahre, bis das vielleicht dann irgendwo in einem Nebensatz erwähnt wird, aber diese falschen Ideen, die sind verbreitet. Ja? Auch über Maulana hat man viele falsche Sachen verbreitet und auch über die Osmanen wurden so viele falsche Sachen verbreitet, die immer noch jeder glaubt. Ja? Obwohl sie irgendwo in einem Buch vielleicht schon längst widerlegt worden sind. Aber die Leute glauben diese Lügen über die Osmanen. But, it is not important for what happened, because Allah know everything and he will judgment day he will ask for this, but now we are trying to see and show people about
how it was big favor for whole world Ottoman. Letztendlich ist es nicht wichtig, weil Allah wird diejenigen, die das falsch verbreiten, zur Rechenschaft ziehen und Allah wird die Wahrheit durchsetzen. Aber wir versuchen jetzt ein bisschen, dass man das richtig stellt und dass das für die Menschheit ein großer Gefallen war, dass die osmanische Regierung und die osmanische Idee, die osmanische Ideale. So, mit der Allahs Hilfe können wir ein bisschen was machen. Wenn wir 1% umsetzen können, ist das schon viel in der jetzigen Zeit und wir versuchen, dass wir unser Bestes geben. Yeah.